I wanna be myself. So, ich hoffe, dass dieses Spiel es jetzt tut. Weil ich hatte ein paar technische Probleme. Das Spiel ist immer mal wieder abgestürzt. Und da habe ich das Spiel nicht spielen können. Und dann war das nicht gut. Okay, let's do this. Irgendwer war übrigens nicht hilfreich. Ich hab den Namen leider nicht gelesen. God damn it! Shame on me. Most useless Beta Tester. Hey, es gibt Achievements. Warum bin ich denn nicht dabei? Ich habe dieses Spiel eigentlich auch schon mal gespielt in einer ganz frühen Alpha-Version. Oh Gott, wann waren das? 2012? 2011? 2010? Das ist auf jeden Fall schon voll ewig her. Und dann, in dieser ganz ewig alten Version, stand ich auch in diesem Beta-Test drin, ne? Soll man gar nicht meinen. Das ist schon so ewig her. Ah ja, und übrigens, wer sich jetzt fragt, warum ich I Wanna Be Myself spiele, und nicht I Wanna Get Some Money, wie ich das ja eigentlich gesagt hatte, nach dem Mio Sniper Fangame Contest, nächstes Ersatzprojekt, I Wanna Get Some Money, aber, bitte tu es. Warum? Was? Bist du irgendwie... Lebt das? Lebt er noch? Ich weiß nicht, was das Problem hat. Keine Rückmeldung. Ja, deine Oma hat auch keine Rückmeldung. Das ist das Problem. Davon spreche ich gerade. Aber während er noch in dem keine Rückmeldung Bildschirm ist, kann ich ja eventuell mal sagen, dass I Wanna Get Some Money nicht kommen wird, weil das Spiel haben wir mehr oder weniger schon durchgespielt gehabt. Weil das war, dieser erste Dungeon war gemacht und danach, der Content war noch nicht eingefügt. Das war nur Fassade, mehr oder weniger. I wanna be myself. Klammer auf, keine Rückmeldung. Klammer zu, du scheiß Spiel. Ole, ole. Okay, wir sehen uns gleich wieder im Spiel. So, wir sind wieder da in dem nächsten Screen. Und es gibt eine Pre-Story, da klicken wir jetzt mal drauf. Wer lesen will, der darf lesen. Aber ich habe keine Lust zu lesen. Außerdem ist es in Englisch, das verstehst du so dann. Ja doch, ich verstehe es schon. Aber mein Englisch ist schlecht im Vorlesen. Mein Englisch ist so schlecht. War eigentlich gerade gut drauf. Jetzt machen wir so ein bisschen Einschläferhand. Wir sind der Baum im Wind. Man sieht meine Hände nicht, das ist egal. Ich bin ein Baum. Und jetzt der Kranich. Das ist nicht der Kranich. Das ist Zelda. Ja, Zelda ist ein gutes Spiel, aber ich hab doch nicht ein einziges Zelda gespielt. Nur mal angespielt. Dafür habe ich mir sogar einen extra Controller für die Wii gekauft. Und er war es nicht wert. So ein Scheiß. Da hatte ich wohl zu viel Geld in meiner Brieftasche. Siehste, das Unmögliche ist passiert. Die Dunklen sind zurückgekommen. Überraschende Story, ne? Hat überhaupt irgendwer auf die Story geachtet? Hände hoch, wenn nicht. Okay, cool. Ist das immer noch Zelda? Das klingt so komisch. Ja. Das ist immer noch kein schöner Hintergrund, finde ich, für die Story. Hätte hier schön, also entweder man nimmt so ein schön weißes Blatt Papier oder eventuell wenn so Pergament so leicht so alt ist, dann wird das so ein bisschen bräunlich schon fast. Das wäre auch schön gewesen, aber das ist komisch. Das sieht aus, als hätte jemand dort auf die Tapete gekletscht.
Und da sind wir wieder, New Game Motherfuckers. Und das Spiel stürzt wieder ab, wenn man New Game klickt. Oh yeah, babe. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Spiel neu gestartet habe. Go, go. So, da sind wir wieder. Jetzt drücken wir mal P und es hat funktioniert. Und wir drücken auf Controls. Und die Musik ist super leise geworden. Was ist P? P ist Pause wahrscheinlich. Ah ne, Mann, P ist Menü. Goddammit! Jumpshoot. Alles gut. Das möchte ich aber nochmal machen, weil Menü, wenn man die Map kann auf N legen. Aber Wild World Map. M. What the fuck? Ich hab M gedrückt, du Nuttenkopf. Okay, machen das wieder auf P, ansonsten verwirrt mich das. Das war gut. Das dritte Mal. Weißt du, das ist die Spielerfahrung in diesem Spiel. Das Gameplay in diesem Spiel. Warum ist das jetzt noch auf 97? Eben war das noch auf 99. Hallo? Ja, hallo erstmal! Wie komme ich denn jetzt? Schon wieder. Close Menu. Black Screen. Das ist so langweilig, echt. Das kann aber daran liegen, dass eventuell das Spiel mit Traps nicht klarkommt. Oh, Erkenntnis. Wir können es mal ausprobieren. Das heißt, wir versuchen das Ganze jetzt mal mit einem anderen Aufnahmeprogramm aufzunehmen. Wer sich gerade übrigens wundert, warum ich habe schon einen Black Screen. Black Screen habe auch ich, also könnt ihr nicht mehr sehen als ich. Ist ziemlich scheiße. Scheiße programmiert, alles. Kann ich nicht leiden, was der da macht. Krieg ich dicke Eier. Dicke Eier und kleine Schwanz. So, da sind wir wieder. Mit anderem Aufnahmeprogramm. Auf das es funktionieren möge. Hallo, Scheißspiel, willst du mal bitte, dankeschön. So, da gehen wir los und erwählen erstmal. Will ich Medium oder will ich Hard spielen? Ich kann mich daran erinnern, dass das Spiel nicht allzu schwer war an sich. Also spiele ich Hard. Diese Ersatzprojekte sind ja an sich dafür da, dass ich eine Abwechslung habe zu dem schweren, den sie spielt. Also spielen wir Medium. Seems legit. Is this a teleporter room? If you already played this game, choose a teleporter. No, sir. Guck mal, wie viele Bosse es gibt. Und was passiert denn? Lol. Okay, ich kann hier einfach trotzdem durchgehen. Das ist interessant. Warum hat er nicht gespeichert? Oh, vielleicht, weil ich nicht auf Speichern gedrückt habe. Madness. Oh, hier gibt es gar keinen Speichern. Ich kann die Teleporter einfach trotzdem benutzen. Das finde ich aber nicht gut. Ich gucke mal, wie viele Chapter es gibt. Es gibt 6 Chapter, aber nur 5 Bosse. Ja, makes sense to me. This makes perfectly sense. Wir sind übrigens ein R. Habe ich übrigens schon erwähnt, warum das hier... Das ist übrigens vom selben Ersteller wie von I Wanna Get Some Money. So. Prolog! Let's play the Prolog. Was war das eigentlich gerade für ein Sound? Jetzt gar keine Musik mehr da. Bam. Das ist Mario. Okay, wir können in Häuser gehen. Und mit Leuten sprechen. Wir können mit Leuten sprechen. Wir sind nicht stumm! Wir sind kein stummer Buchstabe. Und bei R stumm auszusprechen ist auch schwierig. Da-da. Das ist Master Erstas. Das ist Luis nämlich früher. Der hieß nämlich früher Master R. Und deswegen sind wir auch ein R. Denn wir sind der Meister des Rs. Ich kann es nicht so schön rollen. Come in to see something special. Wie mache ich das denn jetzt wieder weg? Hallo, Kollege? Ah, der hat das drin. Steht das da oben? Nein, Schild ist nicht. Shame on you. Da, Schild! Meins. Oh, warum gibt es keine deutsche Version zu dem Spiel? Ich bin deutsch! Ich hätte gerne eine deutsche Version. Und erstmal fürs Game Ende. You may find coins. And you may need coins. Oh, okay, nicht so angekommen. Oh, kommt man da überhaupt dran? No? Das ist wieder so genauso wie mit dem Kuchen und you need cake. Also ich brauche auf jeden Fall Münzen. Alter, das mal so fest. Ja, das kommt da nicht dran. Screw off. Ich kann dir sagen, wenn ich hier nochmal backtracken muss, man. Sorry. What a wonderful day!
Fragezeichen, Fragezeichen und noch ein Fragezeichen. Ja, das sind... Wie hießen denn die drei Menschen nochmal von die drei Fragezeichen? Davon habe ich früher auch Spiele gespielt. Waren sehr coole Click-and-Point-Adventures. Ich habe noch nicht mal alle gelöst gehabt am Ende, glaube ich. What the? Press Jump. Wow, Press Your Jump Button. Das ist scheiße, verdoppel ich. Das nenne ich mal ein Tutorial. Press the Shoot Button to shoot. Ach, sag an. Okay, let's go. Most things will kill you. Spikes are example. Don't touch them, or you will dead. Hui. Ich bin ein Held. The thing to your right is a safe point. Musik, was machst du? What the fuck? Pliss, Musik, pliss. Shoot at it to save the game. Nicht, dass wir das schon mal gemacht hätten, aber... Läuft bei dir. Oh, war das schwer. This green things are vines, but vines die mögen wir gar nicht. Ja, perfekt. Ich get that schon. Ja, das ist geil. Just continue. Just continue following my wish. You said we, who are we, what do you want from me, please tell me. Just continue, okay. Okay, motherfucker, we continue. Und, kann ich in die andere Richtung? Das sieht doch secret-mäßig aus, es gibt bestimmt Secrets. Wenn man Münzen sammeln muss, gibt's auch Secrets. Oh! Ich kann euch aber sagen, wie lange ich das Spiel kenne, noch ist es alles bekannt. Wobei, ich glaube, selbst das hier hat ein bisschen umgebaut. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist auf jeden Fall schon was her. Ich glaube übrigens, wenn man grünen Laser berührt, dann ist man tot. Das ist nur eine Vermutung. Nur eine ganz, ganz rein theoretische Theorie. Jump! Shoot! Werden wir drückt? Nein, okay. Probieren wir lieber studieren, habe ich mal gehört. Hey, Vines! Macht so viel Spaß, mit Vines zu spielen. Okay. Let's go. Spikes. Okay. Also ihr merkt, das Spiel ist sehr schwierig. Für mich, aber wo sind wir noch? Wir sind ja noch im Tutorial, ne? Da! Speichert! Oh. Kann ich springen machen? Oh. Lol, das hat genau den gleichen Soundeffekt gemacht. Das macht genau den gleichen Soundeffekt wie bei Iron Nuggets Hammer. Cool. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass das ein Mario-Sound ist. Pressing S, you can skip dialogues. Ja, skippen wollen wir sie auch nicht. Also, sie interessieren mich dann nicht, aber skippen wollen wir sie nicht. Speaking of boss fight, there's one ahead. Aha. Let's go. First boss. Das ist Meatball! Warp Zone! Finally you arrived. Tja, das ist der dunkle Zauberer. Den kenne ich aber auch noch. Guck mal, ob er neue Angriffe erlernt hat. Ja, okay, der kleine Mann will also die Weltherrschaft. Eigentlich wollen immer alle böse die Weltherrschaft. Was ist da los? Achso, er hat noch einen Meister. You wanna fight? Well then be ready for it. You have no chance of winning. You will die right now. Okay. Let's go and shoot you, motherfucker. Okay, wir sollen runter. Kannst du kaufen. Oh. Please no hurt Arino. Oh. Oh mein Gott. Okay. Was ist das? Oh. Das ist ein böses Schild der Bösigkeit. Okay. Oh. Ja, ein ziemlich ironischer Todessound, ja. Ich das auskippen? Ja, kann ich sehr gut. Kann der so... Warp Zone! Kann ich auskippen. Okay. Ich halte fest, er hat random Angriffe. Und wir müssen ihn abschießen. Von der Boss war. Ich glaube, er hat sich wirklich nicht geändert seit dem letzten Mal, dass ich hier war. Diese großen Kugeln, ne? Das sind... Oh, wow. Das sind meine Todesbringer, ich kann nicht sagen. Nein! Oh, Doppelsprung. Warum verlässt du mich Doppelsprung? Warum tust du das? Warum tust du... Oh, ich hab verdrücken... Verdrücken? Ich hab verdrücken, es zu machen! Was? Lülülü... Oh, ups. Da muss man springen, meinst du. Ja, ja, komm, Warpson. Ich hab's begriffen. Man sieht übrigens mal wieder, mit welcher grandiosen Geschwindigkeit ich hier am Schießen bin. Nicht.
Komm, stirb. Oh.